erfindet eine lustige, amüsante und interessante Geschichte, die jeder sofort glaubt hat, das muss es gewesen sein. Lügen für Erwachsene, der Lüge-Podcast. Hallo, das Jahr neigt sich dem Ende und wir rücken näher zusammen, um uns auszutauschen und voneinander zu lernen. Dazu begrüßen wir vier wundervolle Gäste in unserem Podcast-Stübchen, die uns ihre Lieblingsfragen mitgebracht haben. Sie begleiten uns fast durch den ganzen Dezember und wir sind gespannt, was sie uns zu erzählen haben. Genau, und heute begrüßen wir ein letztes Mal Mechthild Reinhardt. Schön, dass du da bist. Ich freue mich auch sehr. Hallo Mechthild. Hallo. So, und ja, wir können jetzt schon sagen, ganz herzlichen Dank, dass du diese Reihe mit uns gestaltet hast. Vielen, sagen wir jetzt Dank. Schon mal direkt zu Anfang. Das war bisher schon total schön und jetzt gibt es noch quasi einen kleinen Bonus dazu, eine letzte Folge mit dir und auch ein letztes Mal, nachdem wir dich schon so vielseitig kennenlernen durften, auf eine schon für dieses kurze Format schon sehr persönliche Art, eine letzte Frage noch an dich, bevor du deine Frage für uns hast. Mhm. Und zwar, was müssten wir dich hier noch fragen, damit du spürst, dass du das Wesentliche über dich sagen konntest? Also ihr müsstet mich eigentlich, oder ich würde mir wünschen, dass ihr mich fragt, ob ihr mit eurem Format und ich auch mit den Fragen, meinen eigenen Fragen und den Antworten oder Zwischenantworten, die wir da so im Dialog entwickelt haben, ob das mich in meiner inneren Welt berührt hat, ob das mit mir, weil ich ja für eine bestimmte Welt unterwegs sein will, wie ihr ja wisst, ob das mit mir auch tief irgendwie sich gerade verbunden hat oder ob ich das jetzt einfach nur abarbeite. Mechthild, wie ist denn das, dass wir jetzt dieses Format hier miteinander gemacht haben, die Gespräche, die wir geführt haben, der Austausch, den wir hier gemeinsam gestaltet haben? Hat dich das auch in deiner inneren Welt berührt? Hat das was mit dem zu tun, wofür du in der Welt unterwegs bist? Oder war es halt ein Arbeitstermin, den man abarbeitet? Und die Tatsache, dass ich im letzten, also gestern sozusagen in der letzten Session hier auf mein Regal geguckt habe und ihr habt mich ja gefragt, was ist denn so das, der Leitsatz oder so, und ich sage, Wunsch, Indianer zu werden. Es war selber für mich aufregend, mich selbst zu hören und mir selber zuzuhören. Und deswegen ist das genau die Prozessorientiertheit, die sich für mich so sehr lebendig anfühlt und für dieses, dass wir Menschen, Wesen wären, die das Leben selbst eigentlich transzendieren, reflektieren, immer wieder am Leben erhalten könnten, auch auf der bewussten Ebene. Und das auch immer bewusster, aktiver zu tun, für diese Welt bin ich ja unterwegs und da ist das ein deutlicher Beitrag. Also mir macht Spaß. Ich habe mich auf heute gefreut und denke, wow, mehr davon. Klasse. Ja, danke fürs Kennenlernen nochmal. Vielen Dank. Wunderschön. Und jetzt werdet ihr gleich meine Frage hören. Genau, moderier dich doch schon mal an. Wir sind ja so lange beieinander, moderier dich doch selbst. Nein, bitte, was ist deine letzte Frage? Und es ist halt nur dieses eine Wort. Ihr ahnt schon, was es wäre. Ahnt ihr es schon? Ja. Wie für? Nee. Wie für? Auch hier, wie meinst du das? Genau, wie meinst du das? Das ist jetzt. Oder, Mechthild, ja? Wie für diese Frage? Da wäre es fast schöner, noch wofür zu fragen, wofür die Wie-für-Frage. Ich möchte gerne mit diesem Fragewort, was ja ein Kunstwort ist, ne, das habe ich irgendwie jetzt vor einigen Jahren erfunden und mir tatsächlich auch schützen lassen. Da möchte ich einfach die Betonung dessen, was ihr ja jetzt gerade auf der Handlungsebene praktiziert, mehr in den Fokus nehmen, dass es wichtig ist, wofür zu fragen. Das kann man immer benennen. Das ist so meistens das, was man noch verdinglicht benennen könnte, wo man auch vielleicht ein Substantiv für hat. Ein Ziel, einen Ort, einen Sinn oder so. Aber das, was man so schwer fassen kann, nämlich den Prozess selber, also wenn man jetzt mal die Hand sich nehme und die wird man sich angucken und dann denkt man manchmal, dass die Hand über die Finger definiert ist.
Das ist aber weit gefehlt. Die Hand ist eigentlich am meisten definiert, damit sie überhaupt die Tätigkeit einer Hand vollziehen kann über ihre Zwischenräume, die ständig prozesshaft verändert werden, mal größer, mal kleiner werden. Und das ist für mich wie für. Also wie, wenn ja, für welches, wofür. Und wir, den Prozess selber, den wir jetzt in unserer Zeit auch, die so immer an Antworten orientiert ist und immer wieder versucht, irgendwo auf alle brennenden Fragen Antworten zu geben, anstatt mal zu begreifen, ja, wie gehen wir denn bisher an Sachen so ran, dass sie uns in Lösungsräume bringen täten? Diese Frage wird zu wenig gestellt. Es wird fast immer nur das Was gestellt, Warum gestellt, im Idealfall noch das Wofür, was ganz wesentlich ist. Aber wie es denn dazu kommen sollte, das ist für mich eine ganz, ganz wesentliche Frage. Und da gibt es eben dann so einen Menschen, mit dem ich mich viel beschäftige, gehört auch mit zu meinen, naja, Vorbildern würde ich nicht sagen, aber ich nenne das manchmal so in Anführungsstrichen meinen kleinen Säulenheiligen. Dieser Richard Buckminster Fuller, das ist so ein Architekt, mit dem ich mich viel beschäftige. Und der hat eben so einen schönen Satz geprägt, wir scheinen Verben zu sein. Ich scheine ein Verb zu sein und eben kein Substantiv. Und das ist für mich die Ausformulierung in diesem Wort, wie für. Und dass ihr jetzt euren Podcast auf diese oder diese Reihe, dass ihr da so etwas gestaltet, das zeugt ja genau von der Prozesshaftigkeit des Ganzen. Und wir wissen ja immer gar nicht, worauf wir uns überhaupt einlassen gerade. Und merken, wie fantastisch es wird. Ja. Finde ich zumindest. Ja, weil es irgendwie, der Inhalt steht noch nicht, aber die Form steht. Yep. Ja, und das ist genau die Frage der, welche Form wollen wir dem Ganzen geben, damit sich Inhalt entwickeln kann. So habe ich dich jetzt gehört, ja. Oder? Ja. Und es ist für mich so etwas, wo ich sage, natürlich braucht es immer diesen Purpose, den Sinn, damit sich ein lebendes System überhaupt generiert. Es braucht immer irgendetwas, dass das System eine System-Umwelt-Unterscheidung trifft, also eine Grenzbildung. So, und gar keine Frage, wie es dazu kommt, dass auch künstlich angelegte, menschenwürdigende Systeme sich entfalten können, da brauchen wir noch mehr dieses bewusste Schauen auf den Prozess selbst. Wie kommt es denn dazu, dass Leben sich entfalten kann? Welche Ausführungsbewusstheit bräuchten wir, damit wir nicht immer nur Versuch und Irrtum praktizieren, um dann zu merken, ah ja, das hat es nicht gebracht, sondern dieses Erleben, wir brauchen zunehmend eine Kompetenz, mit der Komplexität des Lebens so umgehen zu lernen, dass wir zwischen wofür und wiefür immer wieder mit gutem Abstand hin und her pendeln, für welches, wofür macht welche Art des Prozessierens Sinn. Und wenn wir da nicht eine Beobachterhaltung zu haben, weil wir immer wieder sagen, wir sind ja so langsam so Mensch-Maschine, bis in die Sprachform hinein, Mensch-Maschine-Wesen, wo wir von Funktionieren reden, oder es gibt eine psychosomatische Klinik, die hat sich allen Ernstes Boxenstopp genannt. Ja, da frage ich mich, wie wollen Menschen gesünder werden, wenn sie eigentlich an ein Reparaturmodell denken und glauben? Da gehe ich mal hin und werde mal kurz ein bisschen repariert und dann bin ich wieder funktionstüchtig für eine Welt, die mich aber gleichzeitig auf einer anderen Ebene zunehmend aushöhlt. Und da immer mehr hinzuschauen und zu merken, dass ich für lebende Systeme andere Art der Prozessgestaltung brauche, als für Systeme, meinetwegen ganz schnöde gesagt, für Maschinen, Autos, Flugzeuge oder weiß der Kuckuck was, wo ich mich reinsetze und mich natürlich sicher erleben will. Und das soll auch sehr genau sein. Aber lebende Systeme brauchen genau die Unschärfe, brauchen eben nicht das Genaue. Da braucht es das, damit der Prozess am Laufen bleibt, dass wir noch nicht wissen, was die nächste Frage wird. Dass wir uns noch wechselseitig überraschen. Dass wir sagen, wow, ach, das ist ja interessant. Aha, spannend. Oder wie es gestern war, ja, wie meinst du denn das überhaupt? Aha. Und gesetzt den Fall, wir würden tatsächlich das hier zumachen, was hätte denn das für Auswirkungen? Ach, interessant. Ja. Macht das Sinn, das so weiter zu tun? Ja, vielleicht lieber nicht. Vielleicht sollten wir es ein bisschen anders machen. Wie für? Herrlich. Und das passt ja auch wunderschön in dieses, wie du selber ja gerade sagst, in dieses Format rein, weil wir haben dann wirklich im Vorfeld nicht gewusst, mit welchen Fragen du kommst. Du wusstest nicht, mit welchen Fragen wir kommen. Und
wir wussten auch bis zu dem Moment, so bis, ich sag mal, 5 Minuten vor der ersten Aufnahme, war so ungefähr der Ablauf auch dir nicht klar, was wir so vorhaben. Und ja, diese Synchronisation, wozu soll die eigentlich dienen? Und meistens ist es doch dieses, ja, damit ich weiß, was ich sagen kann, damit ich so ein bisschen den Inhalt besser greifen kann. Auch weil natürlich ganz schnell so Gedanken ankommen wie, aber wenn das andere hören und dann wird es bewertet, auch was ich sage, wie ich Sachen sage. Und ich könnte mir vorstellen, dass gerade dieses sich auf den Inhalt so zu fokussieren, ganz häufig auch was mit fehlendem Vertrauen auch ins Wohlwollen anderer zu tun haben. Ja, beziehungsweise in der letzten Konsequenz ins Leben selbst. Mhm. Weil das Leben lebt sich ja. Also wenn Maturana und Varela nicht müde geworden sind, als Biologen zu sagen, das ist ja diese Idee der Autopoiesis, dass das Leben immer wieder Bedingungen erzeugt, die Umgebungsbedingungen, dass etwas weiter lebt, wird immer von dem Leben selbst auch mitgleich erzeugt. Ja, ja, ich glaube, ich habe jetzt das Wesentliche gesagt. Möchte, vielen Dank, dass du mit uns hier warst, dass du die Tage mit uns verbracht hast. Ich habe es als riesengroße Bereicherung empfunden. Ich habe zwischendrin, glaube ich, auch mal gesagt gehabt, so, ich habe mich gefühlt, als wäre ich permanent in einer kleinen Supervision bei dir und fand es einfach sehr, sehr wertvoll, schön und berührend, auch immer wieder zu sehen, dass du eben nicht nur, dass du für so viele Dinge unterwegs bist und die miteinander verbindest. Ja. Ja. Und wisst ihr noch eins, wenn wir uns jetzt gerade miteinander so verknüpft haben, über diese jetzt schon 6 Mal eigentlich, dann und nicht wussten, wie es geht, dann ist es ja genau das, was unter Emergenz verstanden wird. Da kommt was zusammen und das ist mehr als diese Summe der Teile. Mhm. Und die Eigenschaften ändern sich auch. Ne? Am Anfang tastet man sich ab und irgendwann erlebt man das lebendige Leben und dass das einen trägt. Und das, dann kann man schon Prozessvertrauen entwickeln. Ja. Ja. Ihr Lieben, macht's gut. Ich danke sehr. Ganz herzlichen Dank für deine Beiträge. Und ja, freuen uns. Vielleicht machen wir nochmal wieder was anderes. Das, auf jeden Fall habe ich jetzt große Lust gekriegt, mit dir noch mehr zusammenzusitzen. Das macht Spaß. Also, macht's gut. Danke für euer Vorschussvertrauen, dass ihr mich überhaupt gefragt habt. Und dann geht's weiter auf den Leiter dieser Welt. Super. Macht's gut. Tschüss. 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 Genau.